Ja, okay, komm. Weißt du was? Machen wir mal was Gutes. Jetzt fehlen noch 700.000 Grün und wir sind quitt. Nee, nee, es geht weiter. Die schulden noch 700.000. Gabi! Okay, sie wollen wir in den Besprechungsraum gehen? Wie viel hast du? Ich habe gesagt, ich habe 300.000, 200 Grün, 100 Schwarz. Er meint, okay, ich habe ihnen das gegeben. Daraufhin hat er gesagt, 700 fehlen noch. Weißt du, was mich wundert, Mafia? Die ganzen Tage, wo sie dachten, sie sind in der Überzahl und sie wären so stark, hatten die alle so eine große Fresse. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Heute fahr ich durch Beverly Hills, ey. Fahr ich durch Beverly Hills. Diese Bitch, Digga, will da nur mich. Diese Bitch, Digga, will da nur mich. Digga, kauf mir jetzt goldene Grills. Boah, wow, man denkt, Alfonso Davis. Boah, ihr macht eure Autos hier ordentlich in der schönen Zweierreihe. Yo, 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 was geht ab? Was geht? Wir gehen rein zum Reden. Nee, nee, wir bleiben draußen. Egal, lass ihn, komm. Ja, hier redet sich's doch gut. Setz dich, setz dich. Oder lass nach oben gehen, oder, Mausabi? Ja, Bro, Bro. Was ist denn anwesend, Digga? Bisschen checken hier, ja. Okay, Mafia, lass uns kurz halten. Wie viel willst du? 1 Million. Ich hab keine Million. Das ist mein Problem? Da musst du mir ein bisschen Zeit geben. Nee, ich muss gar nichts. Ich fick dich einfach so lange weiter, bis du 1 Million machst. Okay. Hab ich nicht, dann könnt ihr wieder gehen. Das ist das, was du mir anbietest? Dann werde ich nämlich hochgehen. Du verstehst nicht, du musst auf die Knie gehen und quasi meine Eier in den Mund nehmen. Bist du nicht bereit dazu, dann werde ich dich ficken und ich werde mit der Forderung weiter hochgehen. Ich habe 250.000 Grün und 100.000 Schwarz. Die bin ich bereit dir zu geben. Ey, wisst ihr noch, wie der gestern geredet hat? Wisst ihr noch, wie die gestern geredet haben? Das Problem ist, du bist nicht so dumm, wie du aussiehst. Du bist nicht so dumm, wie du aussiehst. Ja, okay, komm. Weißt du was? Machen wir mal was Gutes. Scheiß drauf, Jungs. Mafia. Ja. Komm zur Seite. Komm hier, komm raus, Bro, komm raus. Unser schwarzer Freund hat angerufen. Er meinte, wie viel? Was, wie viel? Wie viel, Bro? Wie viel, er was? Er braucht Spielzeuge. Maximal. Ja, schau, was wir hergeben können. Ich würde 30 sagen. Er hat zu mir 100 gesagt. 100? Das ist die Hälfte von dem, was wir haben. Ja. Boah, das war... Mach 40. 50. 40 und einen ordentlichen Preis. Nicht einen ekelhaften. Du weißt, aktuell kosten die 25.000. Machst du etwas, dass er wenigstens, du weißt, überleben kann. Was hast du vor eigentlich, Mann? Aber berätst es nicht hier, Bruder. Okay, scheiß drauf. Wo hast du das Geld? Auf der Bank. Dann lass es holen. Meine Jungs bleiben so lange hier. Jungs, ich funke euch durch. Wenn er mir das Geld gegeben hat, ist alles gut. JD, kommst du mit? Jo. Ja, Jungs, ihr könnt schon raus aus dem Raum. Ihr könnt euch hier in dem Anwesen verteilen zur Sicherheit. Man weiß ja nie, wann der durchdreht. Dreh nicht durch. Nathan, hol mal die 250.000. Ja. Wo sind die 100.000 schwarz? Und die 100.000 schwarz, lieber. Hey Jungs, der will auszahlen. Ihr könnt runterkommen. Komm runter. Der bringt das Geld hierher. Alle runter. Okay, hol das Geld hierher. Der zahlt. Paul, bist du's? Ja. Wir müssen gleich am Barber reden, ja? Okay. Ja, kannst Mafia geben. Das ist eine Büste. Leg's auf den Boden. Perfekt. Ich habe 248.000 Grün und 100.000 Schwarz bekommen. Jetzt fehlen noch 700.000 Grün und wir sind quitt. Pass auf dich auf. Und kommt ihr raus aus diesem Anwesen, fick ich euch, bis ihr mir die 700.000 gegeben habt. Ciao, ciao. Sag den Jungs, sie können das Anwesen verlassen. Ist das Leute? Nee, nee, es geht weiter. Die schulden noch 700.000. Gabi, wo ist Gabi? Oh. Gabi. Ja. Steig mit mir ins Auto ein. Okay. Komm hier. Nochmal noch ein anderer. Moff ist da. Maus. Ja. Sollst du noch einmal jemand angreifen, 30 Minuten vor Sturm, fick ich dich. Deswegen wurdest du gebase-rated. Dann machen wir okay. Mit dir Dings Umziehaktion. Das waren Julius und Kyrie. Rede normal, ja? Ich krieg Knacks wegen dir heute. Allah, danke dir. Ich krieg auch Knacks von seiner Stimme. So, Mafia, die Jungs machen das mit dir. Keine Ahnung, was hier abgeht. Salam alaikum, tschüss. Alaikum salam, Bruder. Ja, wir warten noch auf Hamza Muhtar. Okay, sie wollen wir in den Besprechungsraum gehen? Ist der groß genug für uns alle? Ja, ja. Ja. Hast du von gehört, Mafia? Was? Ja. Sollen wir Waffen einlagern? Nee. Welcher Kriminelle läuft ohne Waffe rum? Ich. Ja, Waffenverbot, ja. Warum nur noch wenige Fights, Bruder? Weil die nicht richtig kämpfen. Schade. Was ist das für eine Bruchbude? Was ist das hier? Lauf mal zu, Junge.
So. Maus denkt, er kann Tic-Tac machen. Los, Waffe. Ab die Bitte. Es geht darum. Haben Sie angefangen zu erzählen? Und ihr hört nur zu? Das war am besten, glaube ich. Die Forderung, das war eine Forderung. Aber ja, Hamza, fang mal an. Es geht um eine Forderung, die bezahlt worden ist anscheinend, die nicht ausreicht, irgendwas, keine Ahnung. Ja, genau richtig. Mafia hat von mir 1 Million gefordert. Ich habe gesagt, so viel habe ich nicht. Ja. Wie viel hast du? Ich habe gesagt, ich habe 300.000, 200 grün, 100 schwarz. Er meint, okay, ich habe ihm das gegeben. Daraufhin hat er gesagt, 700 fehlen noch. Mhm. Dann gab es da noch eine Sache. Da hat er mich im Nachhinein angerufen. Hat gesagt, wenn du mir das und das verrätst, dann sind die 700.000 weg. Dann habe ich das auch gemacht. Und er hat trotzdem noch gesagt, ich will trotzdem die 700.000. Also ich habe zweimal quasi ausbezahlt und zweimal hat er nicht sein Wort gehalten. Hamza ist der Name, oder? Richtig. Herzlich willkommen in der Welt von Kriminellen. Wir haben kein Gericht, wir haben kein Gesetz. Wenn ich zu dir sage, ich möchte von dir 1 Million haben und nachdem du sagst, du hast keine, sagst, okay, wenn du das nicht annimmst, dann kannst du gehen. Dann zeigt es mir, dass du immer noch nicht verstanden hast, in was für einer Position du stehst. In der Position des Schwächeren und die Person, die auszahlen muss. Ja, der Schwächeren würde ich nicht sagen. Ich würde einfach nur sagen, ihr habt mehr Ressourcen. Hamza. Ihr seid die Schwächeren. Von den letzten 8 Kämpfen habt ihr 6-mal leider gut verletzt worden. Gut, hervorragend. Aber darum geht's dann, ja nicht. Dann haben sie, anstatt zu Esafi zu gehen und probieren, dein Problem zu lösen, Er ist nicht zu mir gekommen. Einmal anderes. Oder dann, ja, alles gut, dann haben sie, dann geh doch zu Esafis und rede mit denen. Vielleicht können sie dir eventuell ein paar Waffen besorgen. Wir haben doch ausbezahlt. Nee, ihr habt nicht ausbezahlt. Ihr schuldet mir noch 700.000. Ihr habt einen Teil ausgezahlt, hervorragend, ja. Nein. Du hast gesagt, 300.000 willst du, die habe ich dir gegeben. Nein, du hast gesagt, du gibst mir 300.000. Ich habe gesagt, ich habe 300.000, die kann ich dir geben. Du hast ich habe gesagt, nimm, gib sie mir gerne. Gib sie mir gerne. Telefonat? Dann habe ich sie genommen. Wollte ich dir den Namen verraten sollen? Dann habe ich sie genommen. Hamza, ich habe dich einmal verarscht, dann habe ich dich nochmal verarscht. Das waren für die ganzen Worte in Palito. Du bist ein Krimineller. Du scheinst du bist, glaube ich, eigentlich kein Krimineller. Ich glaube, du gehörst eher zu den staatlichen Familien, zu den staatlichen Geschehen. Du denkst, das gibt's hier ein Gericht, du denkst, das gibt's hier ein Gesetz. Nein, das gibt's hier nicht. Wenn du mir 1 Million schuldest, dann gibst du mir 1 Million. Kannst du mir nicht 1 Million geben, dann gehst du auf die Knie und probierst mir entgegenzukommen. Es ist mir scheißegal, was du hast. Das habe ich gemacht. Du hast mir nicht entgegengekommen. Nein, du bist mir nicht, nein, du bist mir nicht entgegengekommen. Du hast gesagt, du hast 300.000, mehr gibst du nicht. Und wenn ich das nicht annehme, dann kann ich gehen. Da habe ich gesagt, okay, nimm ich eine Anzahlung, 700.000 schuldest du mir. Das ist mir scheißegal. Das ist mir scheißegal. Du hast mir eine Anzahlung gegeben. Ich würde sagen, den Rest entscheiden die Safis für sich, oder? Ich glaube, das ist ein Problem zwischen uns beiden und nicht zwischen mir und dir und Esafi ist Richter. Wie gesagt, Esafi hat nur dieses Gespräch gemacht und gibt dir einen neutralen Ort, wo du mit mir reden kannst, ohne eine Kugel zwischen deinen hässlichen zwei Augenbrauen zu haben. Das stimmt. Aber bitte neutral bleiben, nicht beleidigen. Neutral kann ich ja nicht bleiben. Ja, aber du musst nicht beleidigen, wenn wir das... Okay, es tut mir leid. Ich wollte nur feststellen, was wir alles sehen. Mafia, an dem Abend an der Tankstelle bin ich... Hey, Arschloch, ich habe dir eine Frage gestellt. Kommst du mit dem Echo klar? Was hast du gesagt? Du hast gesagt... Die Beleidigung liegt an Mann. Alles klar. Du hast gesagt, dass du mit dem Echo, dass das Echo dir scheißegal ist. Jetzt ist das Echo da und auf einmal seid ihr ganz schön am Zittern. Nein, wenn ihr sagt, hör mir doch mal zu. Okay, wenn ich ihr glaub, nicht am Zittern seid, dann kämpfen wir weiter. Ganz einfach, dann machen wir einen Kriegsvertrag um diese 700.000. Gewinnt ihr diese 6 Kämpfe, dann kriegt ihr 700.000 von mir ohne Probleme. 6 Kämpfe? Oder 5 Kämpfe. Dann machen wir jetzt einen Kriegsvertrag. Dann machen wir jetzt. Okay, perfekt. 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 Dann machen wir einen Kriegsvertrag. Dann machen wir jetzt einen Kriegsvertrag. Und der Durchführer dieser Aktionen sind die lieben Esafis Brüder. Das heißt, am Ende muss man bezahlen. Wir haben nicht mal Waffen und bekämpfen. Was redest du? Ja, aber Esafi kann euch sicherlich was leihen. Auf gar keinen Fall. Beziehungsweise Kali. Du versuchst eine neue Familie zu unterdrücken. Ja, nee. Du redest von Kriminalität. Ich habe eine Frage. Ihr seid keine neue Familie. Nur weil ihr euch seit zwei Tagen hier seid, heißt es nicht, dass ihr eine neue Familie seid. Ich bin mir sicher, ihr habt eine ganz, ganz lange Geschichte, die schon sehr lange zurückgreift. Ihr habt keine Ressourcen, korrekt. Aber wenn ich keine Ressourcen habe, dann packe ich nicht den Kopf, den Topboy von Young & Reckless ein. Und sage, ich scheiße auf das Echo. Vor allem, ich mache das nicht, wenn eine Person schon weggefahren ist, die alles weiß. Cenk, geh bitte einmal zu... Du hast das Ganze angefangen, nicht wir. Ja. Ja, und du hast gesagt, ist mir scheißegal, ich habe Spaß dran, kleinere zu unterdrücken. Ich will das Geld, weil 100%, ich Vergnügen dran habe. 100%. Ich habe Vergnügen, kleinere Leute auf ihren Platz zu bringen. Ich habe gestern probiert, euch eine Message mitzugeben und ihr habt diese Message nicht verstanden. Ihr seid Schrott, ihr bleibt Schrott. Ihr denkt, ihr seid stärker? Dann komm, wir machen einen Kriegsvertrag um das fehlende Geld. Es gibt kein fehlendes Geld. Es gibt ein fehlendes Geld. 700.000, ich fick dich weiter. Guck mal, du hast ihm zugestimmt bei den 300. Ich habe ihm nicht zugestimmt. Ich habe das Geld... Du bist ein Krimineller, eigentlich gibt es einen Kodex. Man steht zu seinem Wort.
Wer sagt das? Wer sagt das? Du läufst das auf der Straße. Ich weiß nicht, wo du das gelernt hast. Du kennst es anscheinend nicht. Nein. Man steht zu seinem Wort. Er hat von mir 1 Million gefordert. Ich habe 1 Million gefordert. Ich sage, ich möchte meine Million haben. Er sagt, er hat nur so viel. Er sagt nicht mal, dass er mir das irgendwie nachträglich gibt. Er sagt, ich nimm das oder du kannst dich verpissen. Dann sage ich, okay, ich nimm das und du schuldest mir noch 700.000. Was war mit dem Telefonat? Mit dem Telefonat? Naja, ich wollte sehen, wie dumm du bist, ob du mir zweimal vertraust und zweimal verarscht wirst. Aber wie ist es, eine Frage. Die an wen geht Million. Die Frage? Wie kommt man auf 1 Million? Wie man auf 1 Million kommt? Die Waffenpreise sind aktuell bei 25.000. Wenn du 1 Million geteilt durch 25.000 machst, kommst du auf einen Betrag von, wie viele Waffen sind das, 40? 40 Waffen, ja. Und wir haben deutlich über 40 Waffen in diesen Kämpfen verloren. Die 50er auch noch dazu, und ne? Die 50er auch noch, die über 100.000 kostet. Das Problem ist, kostet eine Waffe 50, nicht 25. Oh, ja. Dass du erinnerst du dich, als du da standst, wo Bitcoin gekommen ist? Wo du nicht zuhören wolltest, als ich mit dir reden wollte, das vierte, fünfte Mal. Da hast du mit Handschellen eine Forderung gemacht. Also dein Leben ist dir sowieso scheißegal. Und ich glaube, wie mein Leben ist mir scheißegal. Wie mein Leben ist mir scheißegal. Noch so eine Aussage und ich breche dir dein Genick, du Wichser. Hast du mich verstanden? Noch so eine Aussage und ich breche dein... Ich glaube, das war eine Beleidigung. Du schaffst es ja noch nicht mal 10 Minuten wie ein Mann zu reden. Wir sind Kriminelle und wir dürfen nicht beleidigen. Ich fühle mich wie im Kindergarten. Nur wenn wir hier sind, danach, wenn ich weg bin, kannst du machen, was du willst. Kannst du deinen Mund wieder mit deinen dreckigen Wörtern benutzen, aussprechen. Mir egal. Aber solange ich hier bin mit meiner Familie, redest du nochmal. Einmal für 5 Minuten. Danach kannst du machen, was du willst. Es geht nur um die Zeit, wo wir hier sind. Okay, Mafia, wie können wir das Problem lösen, deiner Meinung nach? Ja, ich bin auch an einer Lösung dieses Problems dran. Weil diese 1 Million war ja von Anfang an, die war ja nicht. Nein, das stimmt nicht. Achso. Ja, deswegen nicht reden, wenn man nicht alle Informationen hat. Seit wann hat man so. Was war die erste Forderung? Die erste Forderung? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube 600.000. 600.000 von denen. Spielt das eine Rolle? Mehr Kämpfe, mehr Verlust. Mehr Verlust, den man ausgleichen muss. So funktioniert die Straße. El Safi. Ich weiß, ich frage doch. Ich überlege, eine Frage dabei, um einen Nenner zu finden. Halbi knabbert, macht dir nichts raus. Und ihr habt nichts, ja? Nein, nicht. Wenn sie nichts haben, sollten sie sich verhalten, als hätten sie nichts. Das tun sie leider nicht. Ich hab mit dir gesprochen. Guck mal, ich hab mit dir gesprochen. Das nein, ihr sagt gerade immer noch, dass ihr stärker seid. Mit denen kann man nicht reden, der lässt sich nicht mal aussprechen. Muss ich auch nicht. In den letzten 2 Tagen an der Tankstelle, an dem Abend, ja? Da habe ich gesagt, lass mal reden, was ist passiert? Erzähl du mir, was passiert ist. Du hast direkt angefangen mit, ich werde euch jeden Tag ficken, bis ihr keinen Bock mehr habt. Obwohl ich nur wissen wollte, was überhaupt passiert ist. Ich hab dich nicht beleidigt, ich habe nichts gemacht. Das kannst du in deine Autobiografie schreiben. Muss ich nicht. Ich weiß, was ich dir gesagt habe. Und deine Antworten waren irgendwie nicht so korrekt. Popboy. Oh. Hey, was macht ihr? Er ist verrückt geworden. Hey, benimmt der Chip. Tut mir leid für meinen Bruder. Ich weiß auch nicht, was er hier versucht zu machen. JD, schnapp dir bitte die Bewusstlosen und bring sie nach draußen. Hilf denen mal. Dass er hier nichts zu suchen hat. Tamam, hey, was mit den zwei hier? Aus Versehen. Ja, geh mit, hilf denen, bitte. Der Call war doch ganz klar, oder nicht, Jungs? Mein Bruder. Da hinten in der Ecke steht noch einer. Mr. Mafia, wie können wir das Problem lösen? 700.000 ist... Ich weiß... Leider habt ihr das nicht zu entscheiden. Das Problem hat so angefangen, dass Bitcoin die Preise hochgemacht hat. Genau. Hätte Bitcoin die Preise nicht hochgemacht, hätten wir keine Rechtfertigung. Keine Rechtfertigung für den hohen Preis. Wir haben eine Rechtfertigung für den hohen Preis, deswegen werden wir diese 700.000 durchsetzen. Hamza wird das erste Mal hier erstmal Scheiße fressen können, wenn er genug Waffen hat, kann er sich wehren. Ja, oder anstatt die 700.000 in mich zu investieren, holt er sich einen Kredit bei euch, holt sich Waffen bei Kali und kämpft gegen mich. Wenn er das nicht machen kann, ist es sein Problem. Es gibt so viele Leute, die Kredite geben. Wenn du der Meinung bist, deine Familie ist stärker, dann fährst du jetzt zu Tom Fuchs, holst dir einen 2 Millionen Kredit, kaufst mit 1 Million Waffen. Kaufst mit der anderen Million, hältst du zurück für die Forderung und dann gewinnst du diesen Kriegsvertrag und bist am Ende sogar mit Plus raus. Als ich dir vor 2 Tagen gesagt habe, dass ich doch hey, kleiner Mann, machen, das interessiert mich nicht. Weißt du, warum ich keinen wollte? Soll ich dir sagen, warum ich keinen wollte? Warum? Weil meine Eier es noch nicht wollten, weißt du? Weil du Angst hast. Gleich. Ja, ich habe. Hello, Bruder, kommst du? Ich habe massig Angst. Ich oder? Nein. Keiner hat dich gerufen, Asterix und Obelix. Ich habe Django verstanden, alles gut. Du heißt Django? Ich heiße Django. Du heißt eher Pengo, weil du ein Penner bist. Oh, okay. Willst du jetzt petzen gehen? Hab ich nicht nötig. Weißt du, was mich wundert, Mafia? Hm?
Die ganzen Tage, wo sie dachten, sie sind in der Überzahl und sie wären so stark, hatten die alle so eine große Fresse, dass sie uns niedermachen werden. Gestern eure Männer meinten, die werden uns runterbrechen, werden uns zu Dogs machen. Und jetzt auf einmal habt ihr so ein Problem haben damit. Wir auch. Wo sind eure Eier hingegangen? Warte. Wir waren mal mit 14 Leuten. Also wir waren nicht einmal voll. Was redest wir du haben von euch mehr? Zu Dogs gemacht. Ihr wart unsere Dogs. Dann geh doch auf die Straße. Dann komm doch raus und versteck dich nicht. Nein, muss ich nicht. Du hast niemanden zu einem Dog gemacht. Der Einzige, der zum Dog gemacht wird, bist du. Euch alle. Mehrmals. Hamza, ich muss eine Sache klarstellen. Stärke bedeutet nicht nur stark an der Waffe zu sein. Richtig. Sondern auch gewisse Ressourcen zu besitzen, um einen Krieg einzugehen. Das ist auch eine gewisse Stärke von der Familie. Richtig, und deswegen habe ich ja gesagt, ich will auszahlen, weil wir das nicht konnten. Aber ich verstehe gerade nicht, warum ihr immer noch irgendwie am Schwänzemessen seid. Ich habe euch da gefickt, ich habe euch hier gefickt. Du musst reden, aber nicht auszahlen können, ja? Im Endeffekt müsst ihr klein beigeben. Machen wir doch, habe ich doch gesagt. Du hast nichts verpasst. Deswegen versuche ich ja seit 3 Stunden auszubezahlen. Das Problem ist, wir haben seit Tag 1 mit ihm versucht zu reden, aber er wollte nicht. Er hat abgeblockt die ganze Zeit. Also ist nicht so, dass wir das angefangen haben und Bock drauf hatten. Wir haben nicht mal Zeit für sowas. Aber er will nicht aufhören. Sein Trotz ist zu groß. Wenn wir das Gespräch weiterführen wollen, dann bitte ich euch einfach, das ganze Schwanzgemesse beiseite zu legen und ein Ziel zu suchen. Beziehungsweise ein Ziel zu haben. Und zwar, dass ihr mit Frieden auseinandergeht. Beziehungsweise die Sache geklärt. Ich glaube, wir hatten das Gespräch 4-5 Mal mit ihm. Es war ihm jedes Mal egal. Er hat mit dir geredet gerade. Nee, ich habe keine Route. Hattet ihr noch was gesagt, Ajiret? Ich habe ihm gesagt, dass wir nicht den Krieg gesucht haben und auch nicht suchen und mehrfach mit ihm reden wollten, aber der blockt und blockt. Wie jetzt gerade auch. Mafia, würdest du den Jungs vielleicht eine Dauer geben, in der sie die Forderung runter abbezahlen können? Was war die ursprüngliche Forderung? Eine Million. Die müssen auf mich zukommen und müssen das anfragen. Nicht ihr müsst für die. Nein. Du, Mafia, ich hab dir schon 100 Mal gesagt, du Hamza, du Hamza. Nein, du Hamza. Du Hamza, wirst nach dem Gespräch auf mich zukommen. Ja, hab ich doch. Du musst mir sagen, wann du mir das Geld geben kannst. Ja, wie oft habe ich dir das gesagt? Und dann reden wir darüber. Wie oft habe ich dir gesagt? Aber du wirst ja nicht die Hilfe von El Safi holen. Wie oft habe ich dir gesagt, dass ein paar Tage Zeit? Wie oft? Dann El Safi, wenn das Gespräch vorbei ist. Le Mafia, setz dich bitte wieder hin. Ja, alles klar. Vielen Dank. Wie viel Zeit würdest du denn geben, dass sie. Wir klären das unter uns. Ohne Schießen. Wenn die ordentlich mit mir reden und mir einen ordentlichen Zeitraum geben, dann ist das kein Problem. Okay. Dann erwarte ich von dir, dass du auf das Gespräch auch eingehst. Natürlich. Sehr gut. Ey, Mafia oder? Wird immer reicher, ne? Mafia? Für nichts tun. Walla Billa. Einfach Glatze im Trend, Alter. Hier, Mafia, ich bin mir sicher, Sheriff hätte dir auch Waffen gegeben. Ich hätte ihm Waffen gegeben? 100%. Da liegen 700 Waffen. Nein, auf gar keinen Fall. Du siehst aus wie meine Eichel, Digga. Geh mal zum Friseur, Alter. Sag's leider nicht. So. Index ist ja nicht. Nicht so Gespräch, der Junge, ne? Hamza. Wiedersehen, ne? Wir hören uns. Ja. Du hast eine Woche deine Hose zu ändern, sonst komme ich nochmal.